Herzlich willkommen in der Militärbasis. Einer Terror-Militärbasis, muss man sagen. Denn hier passieren sehr unangenehme Sachen. Wie zum Beispiel, dass der Sergeant Ruppel mal voll in die offenen Stromkabel springt. Und höchst unangenehm mit Zuckungen verreckt. Das werden wir nochmal machen müssen und erst den Strom ausstellen. Go. Oh Mann, jetzt müssen wir hier das nochmal machen. Na gut. Sie war schneller als du. Ja, ja. Alter, wir machen das jetzt hier zum dritten Mal und du kackst jedes Mal an dieser Stelle ab, Stella. Das geht nicht. Wenigstens machst du mir immer die Tür auf. Das ist nett. So. I'm sure this door opens from the other side. Das heißt, ich glaube, ich muss fast ein bisschen Anlauf nehmen und da mit Schmackes drüber springen. Hier komme ich ja nicht weiter. Der Soldat merkt aber nichts. Yep. Randall, a soldier is coming. Hurry, Stella. We must reach the generator before we get discovered. Oh, damn it. Bin ich zu früh abgesprungen oder hätte ich da hochspringen müssen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht wieder an derselben Stelle rauskommen. Spannung. Oh, na gut. Jetzt bleibt nicht da wieder hängen. So wie ich. Oh Mann. Let's go. Mach mir die Tür auf. Wieder durch. Ja, dankeschön. Locked again, Wayne. I'm sure this door opens from the other side. Na, da bin ich mir fast auch sicher. Hops. Randall, a soldier is coming. Also muss ich dich erst durchlassen. Komm schon. Hurry, Stella. We must reach the generator before we get discovered. So, Gott sei Dank. We'd better turn off the power. Somebody has used this door recently. Send reinforcements to check the generator area. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet, dass wir gleich Besuch kriegen werden. Jetzt muss ich mal hier... Ja, jetzt kann ich den Generator mal ausmachen, glaube ich, hier. Dann sollte es etwas sicherer sein. Und hier kann ich jetzt das Ding aufmachen. Komm her. So, auf. Und rein und raus und hinfort. Ah, Stella schafft es mal alleine hoch. Das ist ja super. Der Ordner Arcadia-Protokoll erhält die Fluchtpläne der Militärbasis. Außerdem einen alternativen Fluchtplan. Hopsala. Mithilfe, dem ich jetzt nichts lesen konnte. Und nun? Ah. Ich kann hier anscheinend nach unten. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Der Power Generator. If I turn this off, all hell will break loose. Sehr gut. Be my pleasure. So, ihr Soldaten, jetzt sitzt ihr im Finsteren. Hoffentlich kommen euch die Zombies fressen. Oh ja, oh ja. Ihr habt es so gewollt. The soldiers are after us, Stella. We have to get out of here. Aber hallo. Da wird schon scharf geschossen. Run! Randall, a soldier is coming! You're dead! Was? Wieso bin ich dead? Oh. Da war ein Soldat und der hat mich abgeschossen von hinten. Heißt das, ich muss, wenn Stella mir sagt, dass da ein Soldat kommt, muss... Randall! So. Gott sei Dank muss ich den nicht treffen. Oh Mann, Stella. Gott sei Dank muss ich dem... Oh, nicht schon wieder. So. Ihr werdet wahrscheinlich nochmal wieder aufstehen irgendwann. Ach komm! Wo kam der denn jetzt her? Hier war doch gar kein Schuss. War niemand zu sehen. So, dann laufen wir mal wieder. So. Hier. Pam! Tot. Don't worry, I'm here. Ob die jetzt wieder aufstehen? Bestimmt, nach einiger Zeit. Werden die bestimmt zu Zombies. Hands up, Intruder! You're dead! Zack!
Halt, hier kann ich noch was holen. 6 Patronen. Die sind sinnvoll. Ja. Die kann immer unten durch und ich immer oben. Komm her, komm hier. Zack. Nachladen. Ich habe gar keine mehr gehabt. Blocked again, Wayne. I'm sure this door opens from the other side. Ja, ja, ja. Ich komme. Oh, nee. Warte. Zack. Yes. Hier ist auch noch was. Ein Ausweis. Nein, Patronen. Sehr gut. Kann man sehr gut gebrauchen. Ich kann jetzt gerade nicht nachladen. Ich sehe aber, dass ich da noch eine Patrone habe. So. Die schießen mich tatsächlich auch an. Aber die kann ich ja gar nicht treffen. Die sind ja in der Tiefe drin. Oh, und jetzt muss er wieder von hier starten. Das muss irgend so eine Final-Sequenz sein. Zieh mal deine Waffe schneller, Randall, du Lusche. Pam! Hands up, Intruder! You're dead! Naja, du bist tot. So, und nochmal bitte. Munition, Munition gibt's nicht mehr. Dann nehmen wir die eben von hier drinnen. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Pam, pam. Kopf weg. Und wir springen nach oben. Achso, nee. Okay, das hatten wir ja schon mal eigentlich. Komm her, komm her. Da bist du. Da. Und jetzt schnell, 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 schnell. Wir haben wenig Zeit. Und da springt sie auch heraus. So, jetzt aber schön weitergehen. Zack, zack. Yeah. Don't let them get inside. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Ich habe nur noch nachladen, 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 nachladen. Ah, das schaffe ich jetzt nicht mehr, oder? Oh, lass mich durch. Oh Mann. Ich kann auch hier Zombies wegmachen. Und nochmal Muni nehmen und... Oh, ich habe sogar Schrotflinten-Munition bekommen. Das wäre schön. Was? Stella. Ja. Komm her. Bam! Stella, doch kein Problem hier. Hurry, Stella. Through this hole. I'll catch you. Uah, was? Da muss ich, glaube ich, hoch. Sehr gut. Ich bin safe einigermaßen. Nur, wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss erstmal die Zombies wegmachen. Komm her, komm her. Oh Mann. Ich könnte auch da diese Plattform davor legen. Also dieses Regal davor schieben vor die Tür. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. So, kommt doch mal her. Da komme ich auch nicht mehr hoch. Dammit. Na gut, dann hilft das alles nichts. Oh oh. So, jetzt aber. Oh Mann, jetzt kommen schon wieder neue hier an. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh. Ich mache euch alle platt. Wenn ich könnte. Dammit, ich muss da irgendwie runter. Ist nicht gut. Ich nehme mal die Shotgun. Versuche mal damit irgendwas zu erreichen. Oh Mann. Zu lange gebraucht, um die Shotgun zu ziehen. Das gibt's ja nicht. So, jetzt aber. Erstmal machen wir die hier. Zu. Dann machen wir hier. Solange wir hier. Oh, jetzt bitte nach oben. Ja. Juhu! Nein! Oh, du Dreckszombie! Mann! Jetzt habe ich es doch gerade geschafft gehabt! Verfluchter Schwede!
So, jetzt müssen wir uns mal schnell beeilen. Komm hier, einmal, zack. Und jetzt weiß ich ja ungefähr, was ich machen muss. Nein, 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 komm, komm hoch. Nein, oh, damn it. Ich krieg die Krise. Komm, erstmal schieben wir das hier vor. So, zack, 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 zack. Nochmal und spring nach oben. Nach oben, komm schon. Oh Mann. Ich krieg die Krise hier. So. Jetzt schnell, bevor die neuen Zombies kommen. Oh nein. Ich leide hier. Ich hoffe, ihr leidet mit mir. Komm schon, benutzt das scheiß Teil! Oh Mann! Vielleicht sterbe ich gleich lieber. Ja, 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 ich sterbe nochmal, ich sterbe nochmal. So, dann werden wir das nochmal schneller versuchen. Komm her. Ja, das war easy. Lass mich durch! Ich muss da hoch! Oh Mann! So, es lohnt sich hier gar nicht, die Zombies wegzumachen. Ja! Wuhu! Juhu! Und da sind wir draußen. Ich habe nochmal nachgeladen kurz. Oh oh, das sind ja Zombies hier, das ist ja gar nicht Stella. So, dann wollen wir mal hier schön abhauen. Ist das Stella? Ich kann die gar nicht unterscheiden von den anderen. Hier nehmen wir mal ein bisschen Muni auf, hoffentlich. Schrottflinten-Muni. So, bist du Stella? Bist du Stella? Da sind Zombies, aber keine Soldaten. Na dann. So, komm her. Wuhu! Oh nein! Ah, komm! Rein da! Jawohl! Ja, aber die Shadows habe ich hier mit meiner Schrotflinte unter Kontrolle. Nehme ich nochmal ein bisschen Muni auf. So, komm her. Und kann ich dich auch auf den Boden abschießen? So. Schrei ich so rum, Stella! Du Mädchen. Schnauze jetzt. Oh, oh, oh. Nix da. Wir machen eine Zeitlupe in die Freiheit. Run, run. No. It's locked. We're going to die, Randall. My family is still in there somewhere. I know it. Huch, was war das denn jetzt am Schluss? Alter, was ist denn hier los? Hier kann ich was machen. Was bist du denn für einer? Huch! Was? Wieso sind jetzt denn plötzlich Zombies in meinen Träumen? Geh weg, du dreckiger Zombie. So, ich habe nicht mehr viele Munition. Komm her, aufmachen. What's happening, sweetheart? What's happening, Daddy? Oh oh. Errungenschaft freigeschaltet. I don't wanna be a monster. I don't wanna
to become that? Only two shells. Kill me! Kill us! I love you! Don't you get it? You have a choice. We all do. Choices that define us. Choices that tell us who we are. You can't give up. You can't make that choice. It goes nowhere. Choose to be strong for Carla. Choose to be strong for Sam. For Ben. Choose to fight, Stella, no matter what. Choose to live. I should have died with you that day, my daughter. But I didn't. I couldn't bear it. I put it out of my mind, like it never happened. Buried the memory so deep, even I couldn't find it. I made a different choice this time, Shannon. A choice I can live with. I'm ready. Und ich habe den Albtraummodus freigeschaltet, den ich euch aber leider vorenthalten werde. Denn ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses Spiel gleich nochmal spielen will. Aber das will nicht heißen, dass es mir nicht gefallen hat. Dort sehen wir, wie Stella mit der Libertad, mit der Freiheit, so hieß das Schiff nämlich, fortsegelt in eine bessere Welt, wie wir für sie hoffen. Hier sehen wir die Leute, die hinter diesem Spiel stehen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich glaube, man kann auch dieses Spiel durchaus nochmal spielen, um noch ein bisschen mehr in die Details zu gehen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht alles gesehen habe, was das Spiel zu bieten hat. Überall gibt es kleine Verstecke, kleine Passfotos, Passbilder, irgendwelche Stories. Die ganzen Tagebuchseiten habe ich leider so ein bisschen übergangen, weil ich das erst zu spät gecheckt habe, dass man die auch lesen kann. Aber wenn ihr das Spiel spielt, tut es. Und ihr könnt ja auch noch mal so ein bisschen vielleicht erzählen oder in den Kommentaren schreiben, was es denn mit diesen Tagebuchseiten auf sich hat und warum die überall in der Stadt verstreut sind, überall, wo wir hinkommen. An sich, die Story hat mir sehr gut gefallen, diese Flashbacks, die wir zwischendrin gehabt haben, die ja dann jetzt doch aufgelöst worden sind, denn wir haben unsere eigene Frau und unsere eigene Tochter umgebracht, um sie vor den Zombies zu schützen, sind dann aber doch noch irgendwie aus dem Haus gelaufen und weggerannt. Und konnten uns ja auch retten. Insofern war das vielleicht nicht die richtige Entscheidung und deshalb diese traumatischen Flashbacks, die uns immer wieder daran erinnert haben oder unser Gedächtnis, das versucht hat, diese Erfahrung auszublenden, hat sich dann doch, die Erfahrung hat sich dann wieder einen Weg nach außen gebrochen sozusagen. Mir hat das auch von der Stimmung sehr gut gefallen. Die Musik, wie gesagt, die man auch jetzt hier nochmal hört, sehr, sehr gut. Hat gut gepasst zu dem ganzen Spiel und das Modeling, ich glaube, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, hervorragend, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr stimmungsvoll. Auch die Animation übrigens, was nicht selbstverständlich ist bei einem Indie-Game, das ist oft ein Knackpunkt, dass die Animationen nicht so richtig professionell sind, waren hier sehr gut. Das Einzige, was ich vielleicht als Kritik anwenden kann, manchmal waren die Controls etwas zu behäbig. Das heißt, gerade für so ein Action-Ding ist es manchmal nicht so ganz, also mir gefällt das immer nicht so ganz, wenn man so sehr schnell irgendwie reagieren muss und dann muss das wirklich 100% sitzen, weil man sonst irgendwo gegenläuft oder ich weiß nicht, die Waffe nicht rechtzeitig zieht, wie man das jetzt hier vielleicht am Ende so ein bisschen mitgekriegt hat. Aber das war auch bei Another World so, das Spiel, was ich eigentlich mal erwähnt haben wollte am Anfang. Ein sehr, sehr gutes Game übrigens auch, das sich auch lohnt, mal anzuspielen zumindest. Wegweisend in der Grafik und ähnlich in den Controls und in der Steuerung wie dieses Spiel hier.
Na gut, wir haben wieder mal ein LP zu Ende gespielt. Das war jetzt ein kürzeres LP, das war auch so beabsichtigt, denn eigentlich war das nur eine kurze Zwischensequenz zwischen zwei LPTs, die mit Zombies zu tun haben, nämlich LPT Left 4 Dead 1 und dann eben Left 4 Dead 2. Ich nehme mal an, dass wenn ihr das hier seht, ist Left 4 Dead 2 schon längst draußen oder irgendetwas anderes. Ich habe das natürlich hier so ein bisschen vorproduziert. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Powered by Unreal Technology, die ist hier wieder zum Tragen gekommen. Sehr gut, sehr gute Sache, auch sehr gute Engine. Alles gut und ich gehe jetzt ins Bett, glaube ich, und werde von Zombies träumen. Oder vielleicht auch von der Stella, wie sie gerade duscht. Mal gucken. Die Microsoft Studios sagen nochmal Lebewohl hier. Ich glaube, das ist auch für Xbox Live raus, ne? Nicht nur für PC, aber auf Steam gibt es dieses Spiel auch. Thank you for playing und ich sag thank you for watching. Und damit sind wir wieder am Anfang zurück. Und ich habe noch eine Errungenschaft bekommen, Come Sail Away, und werde jetzt dann bestimmt nochmal offline irgendwann den Albtraummodus antesten und nach dem ersten Level bestimmt aufhören. Insofern heißt es jetzt, Spiel verlassen. Bis dahin, Freunde. Tschüss.